Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Coach und wir wollen genau da rein, das Headcast-Werk, und wir wollen mal gucken, was es da so gibt und was wir ausrichten können, damit wir es vielleicht machen. Nein, da ist jetzt nicht der richtige Weg dahin. Deswegen begehe ich mir kurz zurück und ja, schau mal kurz woanders hin. Denn wir suchen einen Weg in das ganze Ding hinein. Das ist ein großes Schön. Richtig? Sehr schön. So langsam gehen wir ihm richtig auf die Nerven. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig bin. Kleinen Moment. Weiß ich, komme ich hier durch? Also damit nicht. Jetzt gucken wir ihn jetzt hier. Nein, auch nicht. Damit, wir reisen nochmal kurz nach hier zurück und gehen vielleicht doch mal durch den Vordereingang. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Mal schauen. Denn hier ist ja kein Weg rein und ja, passt doch nicht so richtig. So. Ach, falsche Richtung gedreht. Da ist es doch, das kleine Ding. Dann machen wir es halt doch durch den Vordereingang. So. Ich weiß gar nicht, steht eben draußen drin oder keine Ahnung was. Sieht ziemlich draußen aus. Ist das der hässliche Kopf von dem Typ? Ja, das war. Na, wer guckt? Ach, keiner guckt. Alle rennen rum. Die macht gar nichts mit dir. Macht was. Na, siehst du, ist da schon was. Ja, ich bleib doch wachsam. Ich sehe sie noch nicht. Ach, da ist er zu schnell. Mal gucken, unten muss noch einer sein. Auch der rennt gerade rum. Dankeschön. Voll die Schleimer, Alter. Was für eine Kiste, die hat ins Feuer. Mutter, das war die Hammerkiste. Wir haben noch drei Schuss und na gut, zwei. Reicht das? Yay! Punktlandung. Ah, das hätte so cool werden können. Aber so cool hätte es werden können. Konsole online. Bleiben Sie innerhalb Ihres Radius. Geh weg. Böser. Boah, wo kommst du auf einmal her? Gucke nochmal, bitte. Also jetzt nochmal schnell gucken, weil ich hier schießen kann. Ist das Vieh tot? Bin mir sicher. Warte!
Oh, jetzt muss ich wieder nachladen. Eigentlich schade, dass wir den Schuss für ihn verballert haben. Der kann das ein bisschen besser brauchen. Tata, alle tot. Einwandfrei. Freut mich. War es da schon? Hoffentlich. Systemzugriff abgeschlossen. Ich bin hier fertig. Wollen wir rein? Ach komm, wir gehen rein. Aber lass nur ein bisschen Munition mitnehmen. Ich weiß nicht. Da hat die doch, ich bin voll. Okay, sehr viel Scheiß rum. Wird bestimmt einiges los sein. Wie kann es sein, dass sie durchbrechen? Wir sind auf maximaler Kapazität. Ich glaube, naja, wahrscheinlich. Das ist der befehlshabende Cat. Wir sind nicht hier, um jemanden zu beeindrucken. Also wenn man da ein bisschen Luft lässt beim Schießen, dann haut das alles ganz gut hin. Nur Dauerfeuer ist ein bisschen kacke. Ah, da liegt er da. Was sagt er? Ich habe ihn nicht verstanden. Mal kurz gucken, einen kleinen Moment. Ist das hier das Optionale? Ach, das ist es ja. Gehen wir uns erstmal nach den zu den rechten und ja, und dann der zu den linken. Also ist eigentlich egal wie. Oh, wir sind die Tiere. Na, wäre der Schrot, finde ich, ganz hilfreich gewesen. Oh, schnell, macht uns fertig. Also nein, beschützt uns natürlich. Wir gehen natürlich nach hier hinten lang, weil ich denke mal, dass es sicher ist. Oder sicherer. Oh, das ist schon ein bisschen unser Atem. Da kommt das nächste Schiff. Ich warte mal kurz hier hinten. Achtung, Cat! Feinde! Also nur die einfachen. Noch einer müsste da sein, aber der ist gerade mit etwas anderem beschäftigt. Ich weiß nicht, was er macht, aber... Er kümmert sich nicht um uns. Auch nicht schlimm. Können wir das Ganze hier sabotieren. Gehen jetzt wieder zurück und schalten das ganze Ding aus. Hoffentlich zumindest. Ich überlasse es ja. Ja, sollte eigentlich ausgehen. Das ist beleidigend. Unsere Perfektion kennt keine Niederlage. Ja, wahrscheinlich doch. Die aktiviere ich jetzt. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Oh, wir haben langsam das eine oder andere ganz schön viel an Zeug zum Scannen. Und das eine oder andere, naja, oh, ist auch noch was. Kriege ich nochmal kurz darüber, ob ich das schon habe. Ansonsten, ja, nehme ich es gerne noch mit. Denn da gibt es noch ein paar Forschungspunkte, die wir bestimmt, wenn nicht jetzt, aber später mal
bestimmt gebrauchen werden. Gucken wir nochmal in die andere Richtung. Da habe ich ein bisschen meinen Scanner vernachlässigt und habe die einfach mal drin gelassen. Sehr, sehr lange. Rächt sich jetzt. Ja. Na gut. Nein, das ist nichts. Doch, da ist was. Ah. Okay, wählen wir noch die nächste Mission aus, denn wir wollen nach was? Ui, ganz schön riesig. Da, erstmal. Na gut. Hab noch ein bisschen was zu tun und mal gucken, gegen was wir dann kämpfen dürfen. Ob das genauso was ist wie auf den letzten Planeten oder noch ein bisschen mehr ist. Mal schauen. Wo denn? Ach da. Na, tot. Wo ist er denn noch wieder? Sie aktivieren Sie den Alarm, bevor Verstärkung gerufen wird, Pathfinder. Wo ist sein Alarm? Kannst du dich ja bitte ducken? Reste. Gefühlt kommt das von hier. Oder? Wo kommt denn das Teil her? Da oben? Wo ist denn das Teil? Wo ist denn das Alarmding? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Das verstehe ich so gut, manchmal die gerade eben treffen überhaupt gar nichts. Ja, jetzt schleim nicht so wieder. Boah, schnell weg hier. Ja, haben jetzt leider nicht viel Schaden gemacht, aber der ist erstmal weg und das ist erstmal gut so. Na? Okay, ah, da ist einer. Als ich gezwinkt habe, hat er sich wieder weggebeugt. Gibt noch was? Ja, ein bisschen. Das hier ist aber gerade nicht. Ich bin sicher, ob es da hinten ist. Ja, da hinten war es. Hab ihn gefunden. Bitte. Noch was nachladen? Und dann habe ich noch zwei Schuss und die sehe ich aber nicht richtig. Ich muss ja gucken, wo er zielt. Ah, da hinten. Guter Schuss.
Und mehr Schuss habe ich erstmal nicht, deswegen kann ich erstmal. Pathfinder, Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Hier habe ich doch vorhin die Kommunikation ausgeschaltet, ich meine auch nur. Oh. Das Ding macht einen weich. Ist es das hier? Jein, es hört sich so an, aber gefühlt dann eigentlich doch nicht. Shuttle im Anflug, Pathfinder. Ach! Weg, 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 weg! Brauchen wir ein bisschen Lebensenergie? Nein, ich brauche ein bisschen Lebensenergie, die anderen weiß nicht, was die brauchen, auf jeden Fall. Sehr schön. So, jetzt bleiben wir fertig hier. Du, die kämpfen gegen sie, gegen dein Alter. Bam! Wo kommt der auf einmal her? Komm, jetzt müssen wir langsam weiterziehen. Der Alarm macht einen ja fertig. So, da ist das zweite Ding. Ui, Gottes Willen, was ist denn hier? Ja, Feindestanz, naja, nicht ganz so optimal. Ja, wir bleiben alle wachsam. Gemein. So, wo ist das letzte Ding? Müssten grobartig, grobartig, was ist denn das für ein Wort? Grob, müssten irgendwo in die Richtung sein. Kann ich hier rausjumpen? Naja. Oh, ich hoffe, dass das letzte ist. Das Ding nervt wirklich voll. Wow. Echt? Immer noch nicht? Aber das müsste es jetzt sein. Aktivieren wird jegliche Verstärkung zurückbeordert.
Na, Verstärkung macht dich weg. Okay, ja, haben wir soweit geschafft. Hat ein bisschen gedauert, war ein bisschen nervig durch das ganze Geräusch, durch das ganze Alarm. Ich dachte, die werden zurückbeordert. Ach, und da ist wieder viel, ja. Na komm, machen wir die auch noch, die Party. Schön vorbeigeschossen, überhaupt nicht getroffen. Das ist toll. Lebt noch was? Wie viele Reste nehmen wir mit? Ansonsten rennen hier irgendwo noch drei rum, aber ich sehe die gerade nicht. Ja, mach sie doch fertig. Hier, guck mal drüben, ob es da noch was gibt. Beziehungsweise, ob es da Munition gibt. Die Rest brauchen wir eigentlich nicht. Da ist eigentlich ganz gut lief. Wow, fast rüber gesprungen. Na komm, machen wir uns weiter und gucken wir uns. Widmen wir uns den Rest der Anlagen und schalten die dann ein für alle Mal aus. Ne? Achso, ich dachte, ich kann hier irgendwas machen, aber nein, da gibt es nichts. Na gut. Das sind ein bisschen viel auf einmal. Oh, lief ganz gut. Sag ich sehr oft in letzter Zeit, oder? Aber nein, lief echt ganz gut. Erledigt. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Mal gucken, ob wir das gleich beim ersten Mal schaffen und mal gucken, was danach passiert. Bin gespannt. Also rumliegen tut erstmal nichts, was wir brauchen sollten, können und mitnehmen. Okay. Ja, rennt gleich rein. Macht euch wieder alle fertig da. Schön. Nachher haben wir noch 10 Schuss. Schade. Was verschießt der so uns? Ist das viel noch? Weiß nicht, ob ich es getroffen habe oder nicht. Ist tot. Was verschießt der denn? Leider nichts getroffen. Ach, da unten ist auch Munition. Schön. Ah, wo ist die denn jetzt wieder? Wie lange wir diesmal für so ein Vieh brauchen. Wow, das hat ja viel Fett. Mach die Kugel fertig, dass ich den Typen schießen kann. Wow. Das lohnt sich. Einmal die Kugel treffen, das ist schon fast vorbei. Wie viel habe ich noch? Einen Schuss? Einen Schuss? Läuft.
Ach, muss ich wieder weg teleportieren, Blöder. Oh, das ist nicht gut, wenn sowas auf mich zukommt, deswegen. Warten wieder, bis die zwei das machen. Macht ihn fertig. Ach schön, er guckt uns an. Ja, macht ihn tot. Ja, ist fast fertig. Wie viele Schuss haben wir noch? 6 Stück. Oh, das ist echt schon krass. Komm, mach den fertig. Komm, es braucht nicht mehr viel. Ja, mach doch mal. Sushi. Wow. Ah, toll. Einwandfrei. Oh, das hat sich gelohnt. Das ging auch ganz gut diesmal. Dafür war das Scharfschützengewehr echt gut. Ich weiß nicht, wie viel mit den anderen. Nee, die haben wir gar nicht benutzt. Aber das Scharfschützengewehr, ein Schuss, da war die Kugel fast tot. Die konnten sich um den Rest kümmern und dann noch ein Schuss, ein paar Mal und dann, ja, lief. Macht uns solche Angst und weg ist er. Okay, kann ich machen. Mal gucken, ob hier noch irgendwas zum Scannen. Ah, das ist ein Behälter, den nehme ich natürlich sehr gerne mit. Ansonsten ist ja echt nichts. Behälter, 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 Behälter. Krass, schön, dass wir es alles beendet haben. Das finde ich ganz gut. Und ob dann hoffentlich sind auch die Kette ein für alle Mal von Eos verschwunden und lassen unseren kleinen Außenschützpunkt in Ruhe. Das war's. Die Basis ist offline. Alles ist offline. Sehen Sie mal da runter. Wo runter? Ah, noch ein Behälter. Na komm, gucken wir da runter. Und jetzt? Okay. Ach stimmt, da waren vorher so komische Dinger drin. Ja, haben wir es eigentlich alles ganz gut gelöst. Hat doch eigentlich gar nicht mehr so lange gedauert. Läuft bei uns. Tja, was haben wir jetzt noch zu erledigen? Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr zu tun. Ich glaube, auf Eros geht es jetzt nichts mehr viel zu tun. Wir könnten ja noch mal gucken, ob wir unseren kleinen Präsidenten finden. Und das sind wir. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Und ja. Leider wie verdrückt, denn ich wollte eigentlich die Ebene wechseln. Und zwar dich rauszoomen. Und wir wollten, beziehungsweise ich wollte uns zurück nach hier. Unsere Siedlung begeben und mal schauen, ob wir mit unseren. Ja, wie heißt der Typ nochmal? Mit dem Bürgermeister oder mit den Siedlungsvorsitzenden? Keine Ahnung. Reden. Mal gucken, was der so alles zu sagen hat. Aber ich weiß nicht, wo ich den finde. Also ich habe den schon mal irgendwo gefunden, aber dann stand er draußen rum. Hallo. Du? Nein, du bist auch niemand zum Reden. Ah, ich glaube, ja, nein, das ist auch nicht. Okay, danke trotzdem und viel Glück da draußen. Das war natürlich total sinnfreier.
Kann man sich mit der unterhalten? Hallo, Pathfinder. Sie sind zurück. Brauchen Sie etwas? Nein, ich brauche nichts. Bis bald. Passen Sie... Okay, das war auch nichts. Das war auch total für... Naja. Ich weiß nicht, wo ich den finde, aber ich glaube, wenn es nicht zu reden gibt, dann ist auch nichts Schlimmes passiert. Dann haben wir auch keine Möglichkeit, da irgendwas Neues zu machen. Ah, das könnte sein. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns irgendwo hier mit denen unterhalten. Yep, das ist er. Freut mich, dass Sie sich um Handys kleines Problem gekümmert haben. Ich nehme an, so klein war es gar nicht. Ich weiß nicht so recht, was ich von diesem Advent halten soll. Aber der Planet ist ja groß. Aber eigentlich haben wir das eigentlich schon mal gemacht. Wir reden ein andermal. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Okay, ich würde sagen, hier gibt es nichts, deswegen können wir eigentlich gehen und ja. Also gehen. Achso, halt. Funktioniert natürlich jetzt hier gerade genau nicht, deswegen dürfen wir erstmal da zum Schiff flitzen und dann uns von dort wegbegeben. Und ich würde meinen, dass wir uns vielleicht erstmal auf die Nexus dahin fliegen, um dort noch das eine und andere zu erledigen. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Ja, da freuen wir uns alle. So, haben jetzt zwei Planeten auf 100%. Die Cats auf beiden Planeten soweit erstmal verjagt. Nicht schlecht. Deswegen können wir uns jetzt, ja, die nächste große Herausforderung machen. Weiß nicht, ob es hier noch was zu erzählen gibt. Und da hat es gerade ein bisschen lang. Na komm, machen wir es nochmal mit ihr. Oh, hab drauf gedrückt, aber es funktioniert gerade nichts. Okay, passiert gerade echt gar nichts. Oh. Die Cat-Genetik widerspricht allem, was wir kennen. Sie bestehen aus Teilen unterschiedlicher Spezies und sind doch durch und durch Cat. Es ist bizarr, erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Sehen Sie es mal so. Während Sie in Ihren Genen herumstochern, machen die Cat vermutlich gerade dasselbe mit unseren. Na, vielen Dank auch. Jetzt werde ich nie wieder ruhig schlafen können. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Okay, hier gab es nichts weiter zu erzählen. Deswegen wird, glaube ich, das Ganze erstmal schnell gehen. Verdammt nochmal! Sie können doch nicht einfach die Arbeit von 10 Stunden ruinieren! Ich musste es tun. Ihre Umgestaltung kann zu ungleichmäßiger Energieverteilung auf den Decks führen. Ein Problem, das wir damals zu Hause schon gelöst hatten. Aber die Effizienz hat sich verdoppelt. Nur weil es nicht zu Ihren heiligen Spezifikationen passt. Jetzt schon. Wie sagen Sie immer so schön? Finden Sie sich damit ab. Callow? Ich weiß, aber lassen Sie sich hiervon bitte nicht ablenken. Okay. Mal gucken, ob sie da ist. Nein, sie ist weg. Also nicht weg, sondern halt gerade nur nicht hier. Moment, Lexi. Ihr Vater war Turianer? Das erklärt vieles. Genau, da wollte ich hin. Haben wir eigentlich noch ein paar Punkte? Nein, wir haben keine Zeit. Was soll das denn heißen? Jetzt geht's los. Sie wissen schon, warum Sie so verkrampft sind. Ich bin nicht Ryder, dieser Aufstieg. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir gegen Angara kämpfen würden. Ja. Es ist eine schreckliche Vorstellung. Was auch immer der Archon vorhat, wir müssen ihn aufhalten. Je mehr wir herausfinden, desto klarer wird mir, wie viel größer als ich das alles ist. Das macht einen demütig. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie... Was? Ich hab... Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Darauf können Sie wetten. Okay, ich habe es weggeklickt, weil das hatten wir so oder so schon mal gehört, deswegen ja. Ich dachte, ich hätte die Cat schon vorher gehasst.
Aber jetzt, wo wir von dem Aufstieg erfahren haben, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie sich Jarl dabei fühlen muss. Ich bin neugierig, was sie und Sid betrifft. Es war bestimmt schwer, schon so jung auf sich allein gestellt zu sein. Ja, das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Wo war ihre Mutter während dieser Zeit? Noch auf Palavin, schätze ich. Sie war eine schreckliche Frau. Alles, was sie interessierte, war ihre Karriere. Sie und mein Vater haben sich ständig gestritten. Ich denke, am Ende haben sie einander gehasst. Als es für uns richtig schwierig wurde, habe ich darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen. Aber sie hätte uns nicht bei sich aufgenommen. Was auch immer mein Vater getan hat, hatte jegliche Hoffnung darauf zerstört. Wo waren Sie zu Hause? Auf Palavin? Nein, wir hatten Palavin damals schon verlassen. Worin auch immer unser Vater verwickelt war, bedeutete, dass wir dort nicht mehr willkommen waren. Ich war damals noch nicht mal im Trainingslager und Sid war gerade mal ein Jahr alt. Wir haben uns letztlich in einer Bergbaukolonie im Minosödland niedergelassen. 2 Jahre später war unser Vater fort. Wie haben Sie sich und Ihre Schwester durchgebracht? Ich war damals praktisch selbst noch ein Kind, also blieben mir nur jede Menge Aushilfsjobs. Vor allem auf dem Bau. Es gab gefährliche Arbeiten, die niemand übernehmen wollte. Also habe ich sie gemacht. Sowas wie in der Höhe zu arbeiten oder irgendwo drunter zu kriechen. Da ich mit einer Waffe umgehen konnte, habe ich mich aber irgendwann auf Schmuggel verlegt. Das war zwar noch gefährlicher, allerdings auch äußerst lukrativ. Wir waren nie reich, hatten aber ein angenehmes Leben. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Nur mal ein bisschen gucken, die haben manchmal ein bisschen Redebedarf, deswegen. Sie haben also Ephras Vertrauen gewonnen. Das ist eine beachtliche Leistung. Schon möglich. Ich bezweifle allerdings, dass er mich sonderlich mag. Das ist einfach seine Art. Sie sollten sich eher Gedanken um die Roker machen. Wenn ich Ephra richtig verstanden habe, haben Sie Erfahrung mit ihnen. Ich kenne Ihren Anführer, Aksul. Wir haben gemeinsam bei der Moschei studiert. Im Gegensatz zu mir war er allerdings ein guter Schüler. Der Beste, um genau zu sein. Dann kennt er sich mit den Relikten aus? Damals schon. Es ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie mir die Kurzversion. Aksul wurde von den Kett gefangen genommen. Er verbrachte 1 Jahr in einem Arbeitslager, bevor ihm die Flucht gelang. Ich kann mir kaum vorstellen, was er dort durchmachen musste. Er hat Narben, die Ihnen einen Eindruck davon vermitteln könnten. Als Aksul zurückkehrte, hatte er jegliches Interesse an den Relikten verloren. Genau wie an allem anderen. Abgesehen von der Vernichtung der Cat. Warum hat er sich denn nicht dem Widerstand angeschlossen? Aksul ist niemand, der Befehle befolgt. Und ich denke, er war verbittert darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Also gründete er die Roker. Ja. Wir haben ihnen nie viel Beachtung geschenkt, aber seit der Ankunft ihrer Leute ist seine Anhängerschaft gewachsen. Ich konnte Ephra davon überzeugen, dass ich keine Bedrohung bin. Vielleicht schaffe ich das ja auch bei Aksul. Ich bewundere ihren Mut, aber Aksul ist gefährlich. Und es mangelt ihm an Ephras Pragmatismus. Er wird sie dazu bringen, ihn töten zu wollen. Trotzdem muss ich es versuchen. Nun, ich schätze, wenn Helios ihr Zuhause werden soll, werden Sie die Sache mit den Roker auf die eine oder andere Weise klären müssen. Auf Havare lebt eine Einsiedlerin, die den Cat gemeinsam mit Aksul entkommen ist. Ihr Name ist Thodir. Sie weiß vielleicht, wie man ihn kontaktieren kann. Ich werde Ihnen den Nav-Punkt schicken. Das ist sehr nett von dir. Okay. Da oben können wir reden und hier haben die, weiß nicht, die Ärzte sind glaube ich auch nicht hier. Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein, kann ich nicht. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Das ist schön, da freue ich mich auch. Gut. Hier ist niemand. Oh, schön. Karten haben aber Forschungspunkte, die können wir gebrauchen, denn da haben wir echt nicht viel. Mühlstraßenmäßig ist da echt ein bisschen Nachholbedarf. Aber wir haben ja auch ein bisschen was erforscht, deswegen, ja. Wenn ich auch da ein bisschen weg. Oh, Credits. Weiß ich, kam krass. Intro-Maschine ist schon länger da. Na gut. So, da hinten ist der Mechaniker. Dann haben die Angara also die ganze Zeit. Hey, Ryder. Was gibt's?
Es war schön, mit Ihnen zu reden. Jederzeit wieder. Ja, das war ein totales tolles Gespräch. Das hat sich mal sowas von gelohnt. Aber sowas von. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Hey. Auch nicht mehr. Wir... Auch das war toll, mit dir zu reden. So, hier hinten haben wir niemanden. Okay. Niemanden. Hier haben wir auch niemanden. Und da haben wir Koa. Hallo. Hallo. Wir sehen uns später, Cora. Das ist nett. Ich werde hier sein. Das ist schön. Okay. Haben bald geschafft, das Ganze. Deswegen machen wir kurz die zwei, drei Charakter und ja, mal schauen. Fühlen Sie sich, Moschei Sefer? Schwach. Aber ich werde mich davon erholen. So wie immer. Ich warte nur auf dieses Panzerungsakquise-Projekt. Kein Stress. Reden wir später weiter. Alles klar. Alles klar. Mal gucken, was die Moschei so sagt. Ich bin nicht zu müde für Ihre Fragen. Bitte stellen Sie sie. Der Aufstieg ist also die Fortpflanzungsmethode der Kett. Wie haben Sie das erfahren? Sie sind stolz darauf. Sie haben uns willkommen geheißen und offen davon gesprochen. Wir wurden zu ihresgleichen. Für die Kett ist jedes andere Leben minderwertig. Sogar die Menschen, nehme ich an. Sie machen sich ganz schön Mühe, nur um Cat-Babys zu produzieren. Ich nehme an, es ist zudem eine Möglichkeit für Sie, Ihre Evolution zu beeinflussen. Sie übernehmen nur Merkmale, die Sie für wertvoll halten. Und einzigartige Anpassungen, die Sie nicht selbst besitzen. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Cat schon andere intelligente Spezies zu Aufgestiegenen gemacht haben? Irgendwo? Sehr hoch, würde ich sagen. Der Kardinal sagte, sie hätte die DNA des Archons. Bedeutet das, der Kardinal war ebenfalls aufgestiegen? Aus ihren Beschreibungen würde ich ableiten, dass sie mehrmals aufsteigen können. Sie streben ständig nach Verbesserung. Und die DNA des Archons spielt bei all dem irgendeine Rolle. Es sah so aus, als würden einige ihrer Leute dieses Kettgeschenk durchaus haben wollen. Sie sind direkt in diese Kapseln gegangen. Genau wie ich. Freiwillig. Frohen Herzens. Aber das ist Teil des Prozesses. Teil der Vorbereitung. Sie nennen das Reinigung. Unsere Systeme konnten sich dadurch nicht mehr verteidigen. Es war sehr schmerzhaft. Aber nach dem Schmerz kam ein wunderbarer Frieden. Wie eine Trance. Das war pure Transzendenz. Ich bin willentlich in diese Kapsel gegangen. Und kann es niemandem verübeln, dass er dasselbe getan hat. Sam hat so viel wie möglich aus der Einrichtung heruntergeladen. Wir haben genügend Material, um den Aufstieg eine ganze Weile lang zu studieren. Was ist in der Einrichtung vorgegangen? Es machte den Eindruck, als handle es sich um eine Religion oder einen Kult. Mag sein, aber nicht für Sie. Sie glauben wirklich, dass Sie uns ein Geschenk machen. Der Kardinal schien diesen Ort geradezu verzweifelt bewahren zu wollen. Die gesamte Einrichtung schien nur einem einzigen Zweck zu dienen, dem Aufstieg. Darum habe ich sie auch gebeten, sie zu zerstören, trotz der damit verbundenen Opfer. Es ist gut, dass Sie auf mich gehört haben. Wie lange waren Sie in der Einrichtung? Einige Tage. Nach der Entscheidung des Archons, dass ich aufsteigen sollte, wurde ich alleine in die Einrichtung geschickt. Ich kam zu Gefangenen, die mir erzählten, wie sie entführt, in Lager gesteckt, analysiert und voneinander getrennt wurden. Analysiert? Bisher hatten wir nicht verstanden, warum einige von uns ins Sklavenlager kamen und andere einfach verschwanden. Der Archon hatte mich für den Aufstieg bestimmt, weil er mein Wissen wollte. Andere wurden vielleicht wegen ihrer Gene ausgewählt. Die Erwählten.
Das ist natürlich nur eine Theorie. Ich bin schließlich Wissenschaftlerin. Ich lasse sie jetzt ausruhen. Moment, eins noch. Ich habe mit einer Wache gesprochen, einem früheren Widerstandskämpfer, der sich an mich erinnerte. Er beschrieb seine Vergangenheit, unsere Vergangenheit, ohne jede Emotion. Anscheinend bewahren die Opfer die Erinnerungen an ihr früheres Ich. Aber sie leben nach dem Aufstieg nur noch dafür, den Cat zu dienen. Träumt ihre Spezies? Manchmal. Ein Cat erinnert sich daran, ein Angara gewesen zu sein. Wie an einen Traum, den er lieber vergessen würde. Und das ist unvorstellbar. Ishare, Pathfinder. Wir werden sicher wieder miteinander sprechen. Ja, ganz wahrscheinlich. Was ist das? Ach so, okay. Haben wir auch schon mal geguckt. Hier ist auch nichts. Da ist das Bad. Toilette. Hier auch kein Schwein zu sehen. Hier ist noch die Krankenstation, aber ich glaube, da ist auch niemand. Haben wir noch jemanden vergessen oder haben wir alle gefunden? Datenpad. Ja. Gucken wir noch mal kurz zu unseren E-Mails, bevor wir uns dann noch mal auf die nächste Reise machen. Und ja. Oh, ganz schön viel. Okay. Oh. Hab ganz vergessen zu scrollen, aber ich glaube, okay. Das ist irgendwie mal richtig durchlesen. Boah, einiges zu tun. Achso, das haben wir auch schon mal angeguckt. Okay, nee, komm, können wir weggehen und weitergehen und uns andere Sachen widmen. Und zwar mal nach unseren Nexus-Reisen zum Beispiel uns dann nochmal die Erinnerungen anschauen, die wir gefunden haben. Mal schauen, was wir da noch aus der Familie oder von der Familie weiter kennen. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Sie ist ungiftig. Wenn wir hier leben wollen, muss jemand das Risiko eingehen und versuchen, etwas zu essen. Dr. Ach so, Carol, bitte unternehmen Sie etwas. Tun Sie es nicht, Suvi. Sie haben mich verraten? Ich dachte, wir wären Freunde. Sie, Sir, werden ab sofort zu keiner meiner Partys mehr eingeladen. So. Orte einen Reliktarchitekten. Haben wir kaputt gemacht. Ganz alleine. Mit unserem Begleiter natürlich, aber alleine kaputt gemacht. So, hier waren wir schon überall. Alles mal haben das alles abgescannt und da gab es nichts weiter zu finden. Und da haben wir noch ein bisschen was, hier noch ein bisschen was und dort und da und überall. Aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, machen wir das dann ganz ein anderes Mal. Denn wir reisen in der nächsten Zeit zum Nexus zurück und gucken uns da um. Können ja schon mal starten. Haben da noch ein bisschen so kleine Erledigungen zu tun, wie zum Beispiel irgendeinen Film besorgen oder mal Poker spielen, wobei ich Poker spielen überhaupt nicht kann. Ich habe das nie versucht oder mal versucht und habe es dann schnell wieder aufgegeben, da es mir nicht gelungen ist. Aber mal schauen, wie es mir hier im Spiel gelingt. Ob wir alles verlieren, was wir haben oder unendlich viel mehr gewinnen. Aber hier gibt es gar nicht so viel. Können wir. Wow, das dauert umso elend lang. Nein, noch weiter? Ah, da. Sonde gestartet. Wow. Ich habe etwas gefunden. Na komm, da gucken wir gleich mal hin. Also die drei Planeten machen wir noch schnell. Ich denke mal, das dauert nicht allzu lange. Na, wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Oh, schick. Neununddreißig Stück.
Gut. So, das haben wir gemacht. Gehen wir gleich zum nächsten. Und, ich dachte, ich habe gerade überlegt, ob das kleine oder das große. Was? Okay, hier ist nichts. 50% ist nicht mehr viel da. Könnte vielleicht auch aus nichts mehr überspringen. Auch sieht auch ganz schick aus. Obwohl das manchmal doch ein bisschen dauert und dauert und dauert. Anomalie auf den Sensoren. Na, dann scannen wir gleich mal nach. Mal gucken, was wir finden. Müsste jetzt das hier sein. Schicke Sonde aus. Orte die Überreste eines Schiffes. Ist das ein Schiff von deren? Na, sag gleich mal hier, wo wir die gefunden haben. Sieht fast so aus wie ein Schiff von denen. So, haben wir noch den hier. So, noch die anderen, dann sind wir auch schon fertig. Und können ja noch, ja, können eigentlich schon zum Nexus reisen. Das okay, gibt es nichts. Nein, hier gibt es nichts. Und dann ist hier noch der letzte. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas Interessantes finden. Ich empfange etwas. Habe ich auch was leuchten sehen. Da ist es. Sonde gestartet. Das Anomalie gefunden. Yay, Stufenaufstieg 27. Und wir haben 100% entdeckt und können uns somit endlich hier wieder andocken. Na, wo ist es denn? Ach, da. Oh, hier gibt es auch viel zu erledigen. Oh, wir landen jetzt und machen das nächste Mal die ganze Liste. Vielleicht noch nicht die ganze Liste, aber ziemlich viel davon versuchen wir das nächste Mal zu erledigen. Wirklich weit ist es auch nicht geworden. Sieht wohl auch ziemlich unfertig aus. Ich dachte jetzt mit zwei Planeten, ihr rollt das Ding und das ist riesig geworden und vor allen Dingen sieht es komplett aus. Aber bis jetzt noch nicht. So, da sind wir. Genau, wir bleiben hier stehen. Und ja. Sieht manchmal ein bisschen komisch aus, die Gute. Aber egal. Okay, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Dürft ihr das Ganze gerne kommentieren, abonnieren und ganz viele Däumchen nach oben lassen. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Coachie.